heute ja ein bisschen was für die Beweglichkeit. Keine Sorge, Spagat steht nicht auf dem Programm. Die nächste Übung ist besonders für alle, die momentan sehr viel sitzen. Also eigentlich für jeden von uns. Fang dabei im Kniestand an und leg dir unter dein eines Knie vielleicht eine bisschen weiche Unterlage. Dein Bein setzt du jetzt nach vorne, sodass der Winkel im Knie ein kleines bisschen über 90 Grad ist. Achte darauf, dass die Schultern tief sind, dein Oberkörper aufrecht, der Kopf schaut geradeaus. Das Becken schiebst du jetzt nach vorne schräg unten, sodass dein Hüftbeuger, also hier der Bereich, möglichst lang gezogen wird. Wenn du jetzt merkst, dass dein Knie weiter vorne als das Fußgelenk ist, dann korrigier nochmal, stell den Fuß ein bisschen weiter nach vorne, sodass bei der Übung das Knie über deinem Fußgelenk ist. Spür die Dehnung im Hüftbeuger, atme tief ein und aus. Und wenn du möchtest, kannst du hier auch noch die Arme mit nach oben ziehen, den Kopf leicht nach oben nehmen. Atmen, halten, Dehnung spüren. Dann langsam wieder lösen und die andere Seite. Für die nächste Übung leg dich einfach auf den Fußboden. Wenn du Schwierigkeiten hast, deinen Kopf abzulegen, dann helf dir mit einer kleinen Polsterung. Achte dabei trotzdem darauf, dass dein Kopf nicht so hoch gelagert ist, sondern die Wirbelsäule in einer geraden Linie. Nimm jetzt dein eines Bein und leg den Fuß auf dem anderen Oberschenkel ab. Drück das Knie ein kleines bisschen zur Seite. Wenn du jetzt schon im Gesäß eine Dehnung spürst, dann ist das völlig ausreichend. Wenn du ein bisschen weiter gehen möchtest, gib jetzt das Paket an, greif zwischen den Beinen hindurch und zieh deinen Oberschenkel leicht in Richtung Brust. Dann solltest auch du jetzt eine Dehnung hier verspüren. Halte die Spannung, atme entspannt weiter und nimm die Dehnung wahr. Für ungefähr 5 Atemzüge hältst du die Position. Und dann wechsel die Seite. Auch die nächste Übung startet im Liegen. Zieh dein Bein erstmal in Richtung Brust an. Achte darauf, dass die Schultern tief sind, dein Nacken entspannt und vor allen Dingen auch der Kiefer entspannt. Ganz häufig beißt man dann nämlich die Zähne zusammen. Wenn du diese Position für ein paar Atemzüge gehalten hast, dann strecke jetzt dein Bein nach oben aus, greife am Oberschenkel und versuch die Zehen in Richtung unten zu ziehen. Wenn du es nicht schaffst, am Oberschenkel zu greifen, ist das gar nicht schlimm. Du kannst auch an deiner Hose ziehen oder nimm dir einfach einen Handschuh zu Hilfe. Ich habe es hier mal eingerollt. Dann hast du so ein bisschen eine Verlängerung. Versuch die Zehenspitzen runterzuziehen und atme ganz entspannt weiter. Wenn es dir hilft, kannst du auch das andere Bein anstellen, dann wird die Position etwas einfacher. Atmen und halten. Und dann natürlich lösen und die andere Seite.